Ja, wunderschönen hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns gerade im Taxi. Was war das denn? Wir befinden uns gerade im Taxi auf dem Weg zum Flughafen, denn wir haben die Tage eine Einladung von Seat erhalten. Dafür müssen wir wohin fliegen, Baby? Nach Frankreich, nach Paris, mon ami, die Stadt der Liebenden. Ich war bestimmt über 20 Jahre nicht mehr da. Echt? Ja, Schatz, mit 7 war ich dort. Doch. Ich freue mich mega auf den Eiffelturm. Ich natürlich auch und ihr sicherlich auch. Wir wollen euch nämlich das alles nicht vorenthalten. Deswegen kommt mal mit und schauen wir mal, was die Schönes für uns vorbereitet haben. Auf geht's! Herzlich willkommen zur Pariser Automesse. Seat hat uns heute die Möglichkeit gegeben, hier ganz exklusiv alles auszuchecken. Vor allen Dingen diesen neuen Seat Ateca, der noch gar nicht auf dem Markt ist. Viele spannende Sachen erwarten uns, liebe Freunde. Check it out! Das war so mega anstrengend. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Du kannst gerne mal so ein Endresümee abgeben. Hat es dir gefallen? Ich meine, du als Frau auf einer Automesse? Ich meine, das ist ja nochmal ganz was anderes. Ja, ich muss sagen, es waren sehr, sehr viele Männer da. Die Frauen waren eher so Hostessen unterwegs, Moderatorinnen oder die Frauen, die die Autos geputzt haben. Aber es war wirklich richtig geil. Es war meine erste Automesse und ich würde jedes Mal wieder machen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir haben alle Automarken von A bis Z alle durchsehen dürfen. Riesengroße Variationen an dem, was da präsentiert wurde, an Neuheiten. Dementsprechend kann man halt eigentlich auch sagen, dass Seat sich abgehoben hat. Wirklich, von den anderen, weil die im Gegensatz zu den ganzen anderen Automarken nur ein Auto präsentiert haben. Das war quasi auf so einem Rennen-Präsentierteller. Im Gegensatz zu den anderen haben die sich auf Digitalisierung fokussiert. Das heißt, du konntest da zum einen eine VR-Experience machen. Das war ja da, wo wir diese Brillen aufgesetzt bekommen haben. Das war wirklich in 4D. Wir saßen auf so Stühlen drauf und waren auf einmal in Barcelona. Warst quasi wirklich in dem Auto drin und bist durch Barcelona gefahren und hast auf einmal, das kann man gar
nicht beschreiben. Was mein persönlicher Favorit war, waren diese Geräte davor. Das waren so Emotionsdetektoren. Du hast einfach nur mit deinen bloßen Händen auf eine Platte gefasst und dann hat der über Sensoren herausgefunden, was deine Vorlieben sind und hat dir ein Auto erstellt, das die richtige Farbe erstellt, ob du eher der sensible Typ bist oder ob du richtig Power brauchst. Und richtig witzig. Und dann haben wir uns so ein Auto zusammenstellen lassen. Tatsächlich mal einfach was Neues und sehr innovativ. Deswegen fand ich das auch recht spannend, wie sehr das gestaltet hat vor Ort. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass wir diese Erfahrung machen durften. Dankeschön. Richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ja, wenn irgendwo wieder eine Automesse ist. Wir sind dabei. Können wir mal wieder ein Ticket schicken, ne? Lieben Dank an euch. Oh, liebe Freunde, wir hoffen natürlich, euch hat es auch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Nein, ich finde, obwohl ich echt fertig bin, Schatz, sollten wir noch mal ein bisschen rausgehen. Ein bisschen Paris erkunden. Ab auf die Pariser Reeperbahn. Auf den Kiez von Paris.